Die Bahn direkt hinterm Haus hört man noch. Die Straße durch Holzkirchen hört man auch gut. Nur die Vögel hören Therese und Hans-Werner Honecker jetzt nicht mehr. Warum? Die Nachbarn hatten sich beschwert über ihr, so wörtlich, exzessives Vogelfüttern. Also lassen die Honeckers die Vögel seit 4 Wochen hungern. Sie sind am Häusl umeinander gekupft und es war überhaupt kein Futter mehr da. Dann ab und zu haben sie ganz traurig geschaut. Und dann haben wir doch ab und zu mal ein kleines bisschen ins Häusl wieder reingetan. Die Nachbarn sagen, man wohne zu eng für so viel Vogelliebe. Das Zwitschern und Pfeifen beginne morgens um 5. Fassaden und Dächer hätten den Vogeldreck abbekommen. Hauptruhestörer war wohl ein Schwarm Starge. Ja, natürlich. Ich meine, wenn eine Mama mit 4 Kindern unterwegs ist und jeder möchte etwas essen, dann wird's laut. Und das, die Stare haben heuer gut ausbrüten können und haben natürlich die 4 Kinder, wenn die, wollte jeder als Erster gefordert werden. Und damit ist natürlich eine gewisse Lärmkulisse automatisch da. Die Honeckers sind tierlieb. Ihr kleiner Garten wimmelt von Bienen und Blumen, ständig kommen und gehen Katzen. Was sie stört, dass die Nachbarn nicht einfach mit ihnen persönlich über die Sache gesprochen hätten. Und ein kleines bisschen füttern sie doch weiter. Nach den gesetzlichen Bestimmungen, die uns bekannt sind, hätten wir nicht aufhören brauchen. Aber wir haben halt jetzt um des Friedens willen und in der Gemeinschaft, dass hier praktisch wieder Ruhe einkehrt, haben wir das Füttern eingestellt. Die Vögel sind vergrätzt, die Stare eh ab in den Süden. Es herrscht wieder Ruhe am Haus der Honeckers in Holzkirchen. Und die Nachbarn hören jetzt statt Vogelzwitschern wieder ungestört die Bahn und die Straße.